Drehort Berlin-Charlottenburg, Schlüterstraße. Loriot machte es auch als Regisseur und sein eigener Hauptdarsteller wie Otto. Jetzt stellte sich das Team der Presse und der Produzent verrät, warum er aus eigener Tasche 7 Millionen für den neuen Film bezahlt. Wer Loriot kennt, weiß, dass daraus kein Otto-Film werden wird, ja? Weil er einen ganz anderen Humor hat. Das Einzige, was ich glaube, ist, dass die Besucherzahlen bei Loriot dieselben sein werden, die wir mit Otto hatten. Wünschen wir es Ihnen. Aber sagen Sie mal, der Loriot hat gesagt, Sie waren die treibende Kraft. Sie haben den angestiftet, das Drehbuch zu schreiben, ihn ins Kino zu bringen. Warum sind Sie so scharf drauf gewesen? Ja, weil ich ihn liebe. Ich habe mit großer Begeisterung seine ganzen Sketche gesehen, habe die ganzen Kassetten zu Hause. Und bei ganz besonderen Anlässen schauen wir uns, wenn die Stimmung steigen soll, immer wieder seine Sketche an. Und ich habe als Filmproduzent ganz einfach gesagt, wie ist das möglich, dass kein Mensch auf die Idee kommt, den Herrn mal anzusprechen und zu sagen, machen Sie einen Film. Und das habe ich dann 3 Jahre lang versucht und habe ihn überall, wo ich ihn getroffen habe, auf Partys, habe ich ihn gesagt, wann machen wir unseren Film? Er hat gesagt, ja, wir machen unseren Film, nicht wahr? Er hat mich gar nicht so richtig für voll genommen, aber nachdem ich hartnäckig war, nicht wahr, hat sich das ausgezahlt. Und eines Tages sagte er, jetzt machen wir wirklich einen Film. Ich werde jetzt anfangen nachzudenken. Und das war der Punkt. A, will ich gar nicht loskommen. B, trifft es nicht ganz den Kern der Sache, weil ich bin eigentlich dadurch den wunderbaren Tatbestand, dass mich Herr von Bülow sozusagen entdeckt hat, hat er mir Tür und Tor geöffnet für alle anderen Dinge, die ich neben unserer Arbeit mache. Das heißt, Regisseure, Produzenten wurden auf mich aufmerksam und haben mich glücklicherweise sofort engagiert und ich habe viele Aufgaben seitdem zu erfüllen. Das ist was wie eine Rentenversicherung, ne? Bitte, was ist es? Eine Rentenversicherung? Eine künstlerische Arbeit kann nie eine Rentenversicherung sein. Das gibt es gar nicht. Dann wäre da keine Entwicklung und keine Arbeit mehr. Nein, das kann gar nicht. Und kein Risiko. Und ein Risiko muss immer sein. Und über den Tatbestand, dass ich in diesem Spielfilm unter der Regie von Loriot die weibliche Hauptrolle, seine Partnerin, spielen darf, über den bin ich unendlich glücklich. Das ist klar. Also von loskommen. Warum? Und will ich auch gar nicht. Ich bin auch sehr glücklich. Nee, ich will gar nicht loskommen. Erzählen Sie doch mal ein bisschen was über den Privatmenschen. Der Herr von Bülow erzählt ja immer so viel Kalkuliertes. Das heißt, er denkt sich das sehr genau aus, wie er seine Witze konstruiert, wie die Gags ankommen sollen. Ist er denn privat ein ganz trockener, dröger Mensch? Was soll sich darauf antworten? Was soll das arme Kind darauf sagen? Nee, man möchte dann ein bisschen was wissen vom Privatmenschen. Ach was, das wollen Sie wissen, wie indiskret. Nein, aber ich will Ihnen sagen, also in der Arbeit, das habe ich vorhin schon versucht zu beschreiben, ist es eine wunderbare, präzise und genaue Arbeit. Und ja, ansonsten habe ich freudig gelacht und ich glaube, das beschreibt wohl genug. Alles das, was ich überhaupt bisher gemacht habe, hat mit mir nur insofern zu tun, als es meine Sicht der Welt kennzeichnet, aber nicht irgendetwas zu tun hat mit meinem Leben oder meinen Privatangelegenheiten. Also Ödipus, Mutter, Sohn oder so Beziehung, damit haben Sie nichts am Hut, nicht? Ich habe meine Mutter fast nicht kennengelernt. Sie starb sehr früh und ich bin sehr glücklich bei meiner Großmutter hier in Berlin am Monzollern 12 und erst Pariser Straße, Ecke Fasanenstraße aufgewachsen. Sagen Sie mit 2, 3 Worten, worum geht es denn in Ihrem neuen Streifen? Es geht um einen bejahrten Herrn, der sehr eng mit seiner Mutter zusammenlebt und darum keine Gelegenheit gehabt hat, sich mit dem anderen Geschlecht auseinanderzusetzen. Nun trifft er auf eine Diplompsychologin und es entsteht eine scheue Beziehung, die sehr Schwierigkeiten kriegt durch die Mütter, durch beide Mütter. Und auch die Zusammenführung beider Familien führt also doch zu einer gesellschaftlich eher unerfreulichen Situation. Obwohl wir uns wie in jedem anständigen Film natürlich, wie uns am Ende irgendwo kriegen, bleibt dann doch die Zukunft ein bisschen in der Schwebe, sagen wir mal. Und Mutter ist wohl möglicherweise auch noch ein bisschen mit von der Partie. Immer dabei. Nicht immer dabei, aber sagen wir, im Hintergrund spielen die Mütter wie ja auch in Wirklichkeit eine große Rolle und warum auch nicht. Wo denken Sie sich denn überhaupt diese Geschichten aus? An meinem armen kleinen Schreibtisch in Ammerland am Starnberger See.